Hallo und herzlich willkommen hier zum Beweis Potenzgesetze. In diesem Fall ist es erstmal nur der erste Teil, das erste Potenzgesetz a hoch x mal a hoch y gleich a hoch x plus y soll ja bewiesen werden, hergeleitet werden, wie auch immer. Wollen wir uns das Ganze mal angucken. Wenn wir uns mal a hoch x hier angucken, dann heißt das ja, wenn wir zum Beispiel a Quadrat haben, ist das a mal a. Das heißt, a wird einmal mit sich selbst mal genommen oder zwei a's werden verbunden mit einem Mal. Wenn wir a hoch 3 haben, ist das Ganze a mal a mal a. Das heißt, wir haben drei a's, die mit einem Mal verbunden werden. Oder a wird zweimal mit sich selbst multipliziert. Aber das ist je nachdem, wie man sich das merken will. A hoch x ist jetzt also a mal a mal a mal a mal und so weiter. X mal. Ja? X a's, das ist ein bisschen schwierig, also x mal a mit mal verbunden. Und a hoch y ist dementsprechend gleich a mal a mal a. Ich mache jetzt hier nur 3 mal a hin, damit wir sehen können, wie x und y können ja auch unterschiedliche Zahlen sein. Das ist dann das ganze y mal a mit a verbunden. Genauso wie hier, a hoch 2 war ja 2 a's mit einem Mal verbunden. 2 mal a mit Mal verbunden. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Aber wir können ja hier das Ganze uns angucken. Hier stehen also x a's mit einem Mal verbunden und hier stehen y a's mit einem Mal verbunden. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt x mal ein a stehen. Und hier haben wir y mal ein a stehen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt y mal a rechnen. Ja? Deswegen schreibe ich da wahrscheinlich lieber x mal das a oder x Faktoren können wir auch hinschreiben. X Faktoren, denn Faktor mal Faktor ist ja Produkt. Hier steht y Faktoren. Faktoren. Habe ich hier noch vergessen. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt vorstellen, x a hoch x mal a hoch y, ist das ja a mal a mal a mal a. Punkt, 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 das sind die x mal, deswegen habe ich da wieder die 4 a's genommen. Und dann nochmal a mal a mal a und so weiter y mal. Also hier stehen y mal das a und hier steht x mal das a. Wir können uns das Ganze auch vorstellen als a hoch 4 mal a hoch 3. Dann steht da nämlich tatsächlich a mal a mal a mal a, das sind die 4 a's von hier vorne, mal a mal a mal a, das sind die 3 von denen. Wenn wir jetzt zusammenzählen, wie viele a's hier stehen, dann stehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a's. Und a mal a ist ja a hoch 2, a mal a mal a ist a hoch 3 und a mal a mal a mal a mal a mal a mal a ist, ganz viele a's, a, machen wir beim Zahnarzt, ist also gleich a hoch 7. Und das ist im Prinzip dieser Beweis, dass wir nämlich genau uns vorstellen, dass die Potenz, ja, bedeutet, oder der Exponent sagt immer an, wie viele Mal wird die Basis mit sich selbst, mal genommen. Dieses mit sich selbst ist immer ein bisschen schwierig, weil mit sich selbst wird dieses a ja nur einmal mit sich selbst mal genommen. Aber insgesamt stehen zwei Faktoren da. Zweimal die Basis wird miteinander multipliziert. Hier wird x mal die Basis miteinander multipliziert und hier wird y mal die Basis miteinander multipliziert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man sich das tatsächlich als ein riesengroßes Produkt vorstellt, dann haben wir einmal x-Faktoren und einmal y-Faktoren. Und deswegen können wir hier sagen, das ist a hoch x plus y. Genauso wie wir hier einmal zwischendurch schreiben könnten, a hoch 4 plus 3. Denn hier waren ja 4 Faktoren und hier waren 3 Faktoren, sind zusammen 7 Faktoren. Und dann kommt hier a hoch 4 plus 3, a hoch 7, kommen wir damit hin. Das ist der Beweis für das erste Potenzgesetz. Und ich halte jetzt hier das Schild ins Bild, denn ich will ja auch noch das zweite, dritte, vierte und fünfte Potenzgesetz hier beweisen. Dann müssen wir ja auch irgendwann zu Ende sein. Also deswegen jetzt schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Vielleicht bis gleich beim Beweis des zweiten Potenzgesetzes.